Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil meiner Redstone Tutorial Serie. In diesem Teil werde ich drei Sachen besprechen, die insofern eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Erstens diese Schaltung. Zweitens werde ich auf Eigenschaften von Redstone-Kabeln eingehen, auf eine bestimmte Eigenschaft. Und drittens auf Glowstone würde ich. Und dann würde ich sagen, fange ich mal direkt mit dieser Schaltung an. Diese Schaltung ermöglicht es einem, dass es immer Tag und immer sonniges Wetter ist. Und die Funktionsweise dieser Maschine oder dieses Bauteils, wie auch immer, ist die folgende. Man hat einen Tageslichtsensor, der die Signallänge, die er aussendet, seinem Umgebungslicht anpasst. Das heißt, je heller es ist, desto länger ist die Signallänge. Das heißt, wenn es dunkler wird, wird die Signallänge allmählich kürzer. Die Signallänge beträgt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 für diesen Ast und 9, 10, 11, 12, 13 für diesen. Dieser Ast geht zu der Fackel und dieser Ast zu der Fackel. Das heißt, wenn es dunkel wird, geht zuerst das aus, weil es weiter hinten ist, weil es 13 Blöcke lang ist. Jetzt hat man es gerade gesehen, es ist kurz ausgegangen. Und dadurch geht diese Fackel kurz an, beziehungsweise erstmal, was passiert ist, es wird zu dunkel, das heißt, das wird nicht mehr gepowert. Diese Fackel geht an und macht hier Timeset 2500 im Command Block. Das heißt, es wird wieder Tag und die Signallänge wird wieder erhöht, also es wird wieder Vormittag. Wenn es allerdings zu regnen anfängt, dann wird die Signallänge nicht allmählich dunkler und kann sich sofort wieder erneuern, sondern sie wird schlagartig so dunkel, dass sowohl diese als auch diese Lampe anfängt zu leuchten. Das heißt, es wird Tag, es ist aber nebensächlich, und es wird Toggle Downfall gemacht. Das heißt, es wird sonnig. Das kann ich mal testen. Wenn ich jetzt auf Regen stelle, dann sehen wir, dass beide Lampen angehen. Und unten in der Leiste sowohl Set the Time to 2500 als auch Toggle Downfall steht. Das heißt, der Regen wurde wieder weggemacht. Soweit zu dieser Schaltung und dann komme ich gleich zum nächsten Part. Als nächstes möchte ich die Frage behandeln, welcher Redstone Dust welche Blöcke powert. Und zwar powert, wie ich ja gesagt habe, ein Redstone Dust allgemein benachbarte Blöcke. Zum Beispiel dieser Redstone Dust, diese Lampe. Sodass, wenn ich den Redstone Dust anmache oder das Kabel eben, diese Lampe gepowert wird. Warum wird jetzt aber diese Lampe nicht gepowert? Der Grund ist ganz einfach: Das Kabel geht an der Lampe vorbei. Das Kabel muss auf die Lampe drauf zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt so mache, dann wird auch diese Lampe gepowert, weil der Block drauf zeigt. So aber nicht. Dasselbe kann man hier nochmal sehen. Wenn ich hier anmache, wird das natürlich gepowert. Sobald ich aber hier das hier lege, wird dann natürlich die gepowert, aber die geht aus, weil das Signal nicht mehr direkt auf die Lampe zugeht, sondern um die Ecke. Wie man das Ganze natürlich dann doch noch ankriegen kann, ist so, dass man einen Redstone drauflegt, der powert nämlich immer den Block, der drunter liegt. Als nächstes habe ich noch das da. Der hat gar keine Richtung, also ein einzelner Redstone Dust, der keine Richtung hat, hat eigentlich alle Richtungen. Das heißt, man sagt nicht, dann geht keine Lampe an, sondern dann gehen alle Lampen an, wie man sieht. Das heißt, dieser Repeater powert durch diesen Block diesen Redstone Dust und der gibt seine Energie an alle Felder weiter. Wenn ich das jetzt hierhin machen würde, das Kabel hat jetzt eine Richtung und zeigt auf diesen Block und kann deshalb diesen nicht mehr powern. Genauso verhält es sich hier mit der Torch. Statt den Lampen kann man auch Bauteile hernehmen, zum Beispiel eine Torch. Diese Torch geht so natürlich aus. Sobald es aber nicht mehr direkt auf die Torch zuzeigt, dann bleibt die Torch an. Übrigens könnte man auch Bauteile bauen, wo man dann diese Leitung hier powert nicht das. Dieser Hebel, Entschuldigung, dieser Block unterbricht diese Leitung
und sorgt dafür, damit dafür, dass diese Leitung auf die Torch zeigt. Und irgendwie ist das gerade ein Bug. Eigentlich sollte die Lampe ausgehen. Naja, ist mir ehrlich gesagt noch nie vorgekommen. Ja, das ist eindeutig ein Bug. Ich schätze mal, der wird aber mit der nächsten Version, mit der nächsten Version, wird die auch geupdatet? Ja. Naja, ich schätze mal, der wird mit der nächsten Version raus sein, der Bug. Also kein Bug, der ewig bleiben wird. Naja, ist ganz nett. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Naja, egal. Das wäre eigentlich schon auch alles zu diesem Part. Ich würde sagen, das ist gar nicht so schwer, das ist gar nicht so viel. Und komme dann auch gleich zum dritten und letzten Part. Hier wird es um Glowstone Logic gehen, aber ich möchte gar nicht mit Glowstone anfangen, sondern erst mit Glas. Wenn ich nämlich eine Redstone-Leitung habe, dann kann, und da ein Glasblock habe, kann ich keinen Redstone auf Glas legen. Das geht nicht. Deshalb ist natürlich die Leitung hier unterbrochen. Man kann, was stattdessen Glas macht, ist, es hat nichts mit Redstone zu tun. Es ist wie ein Luftblock, könnte man sagen. Diese Leitung wird trotz diesem Glasblock, geht es dir da weiter. Das heißt, wenn ich hier einen soliden Block hätte, dann würde die Redstone-Leitung unterbrochen werden. Aber bei einem Glasblock ist das anders. Da bleibt die Redstone-Leitung geschlossen und unabhängig von diesem Block. Glasblöcke können keinerlei Energie aufnehmen, zum Beispiel durch diesen Repeater Energie aufnehmen und dann hieran weiter abgeben. Das geht nicht. Man kann auch keine Hebel dran befestigen, keine Repeater draufsetzen. Und was? Das wusste ich auch noch nicht. Auf jeden Fall kann man seitlich keine Fackeln platzieren. Obendrauf. Cool, wusste ich nicht. Egal. Und jetzt möchte ich auch gleich zu Glowstone gehen. Glowstone ist nämlich eine Zwischenform zwischen soliden Block und Glasblock. Man hat die Eigenschaft, man kann Redstone drauflegen. Dieser überträgt dann die Leitung wie ein normaler Block. Aber er verwendet auch mit dieser Eigenschaft des Glasblocks, dass es die Leitung nicht unterbricht. Außerdem kann man keine Torches draufsetzen und nicht draufsetzen und auch nicht an die Seite. Trotzdem bleibt diese Leitung da. Als nächste Eigenschaft, die nächste Eigenschaft ist die folgende. Man kann eine, also das ist jetzt eigentlich eine Kombination aus dem und dem, dass man eine Redstone-Leitung sowohl nach unten als auch nach oben weiterlegen kann. Das heißt eine Art senkrechte Verzweigung. Wie man hier sieht, die Redstone-Leitung geht hier hoch und nach unten, weil es kein solider Block ist. Hier hat man jetzt, hier hat man jetzt das Szenario, dass es den Glowstone-Block nach oben das Signal verläuft. Das heißt, es kommt von hier und läuft dann nach hier oben. Hier habe ich den anderen Fall. Es läuft hier und dann nach unten. Was dann passiert, ist das. Es wird geblockt. Das ist die Diodenfunktion des Glowstones. Und kann als Instant-Diode, sage ich jetzt mal, verwendet werden. Also für Minecraft-Verhältnisse Instant. Der Computer an sich braucht natürlich Rechenzeit, um das auszurechnen, aber egal. Die Fackel powert diesen Redstone. Und wenn ein Redstone-Kabel einen Block, also einen Glowstone-Block runtergeht, wird der untere Block nicht mehr gepowert. Wenn er einen Block raufgeht, also einen Glowstone-Block raufgeht, dann wird er gepowert. Und als letztes, Glowstone kann keine Energie so aufnehmen, also hat wieder noch eine Glaseigenschaft. Und genau, das wären auch die Glowstone-Elemente. Glowstone kann übrigens auch durch Stone Slabs ersetzt werden. Ich werde da jetzt gleich unten einblenden, wie man die herkriegt. Und zwar durch den Befehl slash give headfime, also der jeweilige Minecraft-Name, 44, ID, 1, ein Stück und 8,
ist ein Stone Slab, der auf der oberen Hälfte platziert ist. Und wenn ich das jetzt abschicke, bekomme ich hier einen Slab, den ich auch hier schon habe. Und wenn ich den jetzt platziere, erscheint der in der oberen Hälfte des Blocks. Also, wenn ich den jetzt hier auf den Boden setze, erscheint er trotzdem oben. Und das ist sehr hilfreich, weil man auf einen unteren, ich lege den kurz weg, na, hier, das ist ein normaler, wenn ich den auf den Boden, kann ich hier kein Redstone drauflegen. Ist er allerdings auf der oberen, geht das schon. Ein auf der oberen Hälfte platzierter Half Slab oder Stone Slab in diesem Fall, also alle Slabs auf der oberen Hälfte, machen dasselbe wie ein Glowstone. Auch das geht, wie man sieht. Auch das geht nicht in diesem Fall, weil es ja das Signal nicht weitergeleitet wird, also hier ist Ende. Und auch das geht auch nicht. Ich verwende generell immer Slabs und keine Glowstones an sich. Aus dem Grund, weil man bei Slabs guckt, sehen kann, diese Verbindung hier sehen kann, wie das Kabel hier nach unten geht. Wenn ich einen Glowstone hinlege, ist da wieder die Trennung und man sieht es nicht. Und das ist hier eben anders. Und deshalb nehme ich die lieber her, weil man dann Schaltungen schneller durchschauen kann, meiner Meinung nach. Jetzt noch zu einer relativ nützlichen Anwendung von der Glowstone-Logik oder allgemein von dieser Technik. Das ist die folgende. Man kann hier so eine Art Glowstone-Treppe oder Half-Slab-Treppe bauen, wo das Signal immer hier hochtransportiert wird und dann oben weiterverwendet werden kann. Runter geht es natürlich nicht, weil beim Runtergehen das Signal nicht nach unten weitergegeben wird bei Slabs. Außerdem haben Slabs noch die Eigenschaft, dass man auf sie sowohl Fackeln als auch, ich zeige das kurz, Fackeln kann man platzieren, an die Seite natürlich nicht, und Hebel weiß ich, ja, Hebel geht auch, und Repeater. Das ist relativ nützlich, wenn man zum Beispiel einen Repeater hat, was weiß ich, ich mache jetzt eine Schaltung hier, einen Repeater, und hier geht noch das Signal nach oben, oder was weiß ich, und hier drüber kann man dann noch ein anderes Signal abgreifen. Und dieser Fackel interferiert nicht mit dem Repeater. Das habe ich übrigens vergessen zu sagen. Normalerweise, wenn man das macht, passiert das. Das ist so eine Art, die Torch geht immer aus und brennt irgendwann durch. Aus dem Grund, diese Torch übergibt ihre Energie an den Block, den ich da jetzt nicht hinsetzen werde. Dieser Block übergibt seine Energie weiter an diesen Redstone, der wieder durch den Block an die Fackel. Das heißt, wenn die Fackel an ist, macht sie sich selbst in einem ein Tick schnellen Rhythmus aus. Und dadurch passiert eben das. Und um Lags zu verhindern, gibt es in Minecraft die sogenannte Burnout-Funktion, sage ich mal, also dass Fackeln durchbrennen können. Also das passiert, dass sie einfach ausgeht, grundlos, sage ich jetzt mal. Und aus dem Grund einfach um Lags zu verhindern, bla bla bla. Wenn ich jetzt allerdings hier einen Glowstone draufsetze, dann kann dieser Glowstone nicht die Energie aufnehmen und dahin weitergeben. Genauso ist es natürlich mit Half Slabs. Und deshalb kann ich hier jetzt ungestört einen Block draufsetzen, ohne dass diese Fackel diesen Block berührt. Soweit dazu. Dies ist das letzte Video, in dem ich auf so Grundlagen zu sprechen kommen werde. Ab dem nächsten Teil werde ich dann auf fortgeschrittenere Schaltungen eingehen, wie Addierer und so weiter. Ich werde allerdings im nächsten Video erstmal mit den Binärsystemen anfangen. Das ist das Zahlensystem, mit dem jeder Computer rechnet und auch der Addierer funktioniert. Und dann freue ich mich und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.